Vielen Dank, David. Auch von mir schönen guten Morgen. Schön, dass Sie heute wieder unsere Gäste sind, an unserem Webinar teilnehmen. Wir haben es bereits in der Einführung gehört. Wir beschäftigen uns heute um die Modellierung in Vicado. Und genauer gesagt liegt der Schwerpunkt auf der IFC-konformen Modellierung. Und damit meinen wir eine Modellierung, die für den Austausch geeignet ist. Bevor wir in das Modell einsteigen, in die Beispiele einsteigen, ein kurzer Blick auf ein paar wichtige Grundlagen vorab. Was ist denn im Moment unser Ausgangspunkt? Ja, wo stehen wir, was die Modellierung angeht? Viele von Ihnen arbeiten bestimmt schon seit Jahren erfolgreich mit Vicado und es werden aussagekräftige, tolle Planungsunterlagen erstellt, die genau ihren Zweck erfüllen, einen Planungsprozess oder auch einen Ausführungsprozess möglich zu machen. Und da sehen wir hier ein kleines Beispiel, sehr guter Plan, sehr aussagekräftig, das passt. Und wenn wir dann das Modell angucken, dann stellen wir vielleicht auch mal fest, dass auf Ebene des 3D-Modells Unzulänglichkeiten auftreten können. So wie hier hat Vicado irgendwie ein Problem mit dieser Decke gehabt. Und da sehen wir, okay, da gibt es ein geometrisches Problem. Für unsere Papiererstellung, für ein PDF, für einen Plan haben wir gemerkt, spielt das gar keine Rolle. Das hat vielleicht der Anwender gar nicht gemerkt. Aber wenn wir natürlich so ein Modell austauschen wollen, dann brauchen wir natürlich eine andere Aufmerksamkeit für unser Modell, für unsere Bauteile im Modell. Ein paar Grundlagen noch zu unserer IFC-Beschreibung. Nur ganz kurz, ich denke, das ist den meisten ja bekannt. IFC, eine Abkürzung für Industry Foundation Classes, wird herausgegeben von Building Smart International. Und dieses Format ist ein Format speziell für das Bauwesen, also um Gebäude abzubilden. Das heißt also kein ganz allgemeines Format, sondern schon optimiert hier für unsere Aufgabe. Ja, und das IFC-Format transportiert natürlich geometrische Informationen, ganz klar unsere Bauteilabmessungen zum Beispiel. Und dann werden aber auch nicht geometrische Informationen transportiert über die sogenannten Properties. Also auf Deutsch Eigenschaften. Ja, diese IFC-Klassen, hier eine ganz kleine Auswahl. Viele von Ihnen wissen das vielleicht auch schon. Ja, wir finden hier IFC-Klassen, die die Struktur des Gebäudes beschreibt. Das heißt, jedes Gebäude besteht eigentlich immer aus einem Grundstück, aus einem Gebäude und dann gliedern sich dort die Geschosse ein und dann kommen die Bauteile wie Wände, Stützen, aber auch die ganze Gebäudetechnik wird mit speziellen IFC-Klassen beschrieben. Ganz wichtig für den Austausch ist natürlich die Art der geometrischen Beschreibung. Hier ist IFC sehr, sehr weit, sehr vielfältig. Das heißt, es gibt nicht diese eine Beschreibung, sondern ganz grob vielleicht zusammengefasst können wir das in drei verschiedene Bereiche kategorisieren. Wir können Bauteile, hier der oberste Eintrag, extrudiert beschreiben. Das heißt, bei dem Beispiel rechts, Sie geben vor Länge, Breite, Höhe und daraus entsteht ein Volumenkörper. Das funktioniert natürlich nicht immer. Denken wir an irgendeine viertelgewendelte Treppe. Da stößt diese Parametrisierung natürlich schon vielleicht an Grenzen. Deswegen gibt es das sogenannte Begrenzungsflächenmodell, im Englischen als Abkürzung BREP. Das heißt, hier werden Flächen genutzt, um einen Volumenkörper zu beschreiben. Das ist eine etwas schwächere geometrische Beschreibung, ermöglicht aber immer noch, diesen Volumenkörper zu bearbeiten und auch als Grundlage gut zu nutzen. Die dritte Variante, als Flächenmodell benannt oder auch triangulierte Flächen, Triangulated Face Set, hier haben wir eine recht schwache geometrische Form, die entsprechend nur Flächen nutzt, um gewisse Informationen zu transportieren. All diese Varianten brauchen wir, haben natürlich ihre Berechtigung und sind optimiert für verschiedene Anwendungsszenarien. Ja, ein weiterer wichtiger Begriff, den wir hier nochmal auffrischen, ist im Deutschen die Modellansichtsdefinition, im Original im Englischen Model View Definition oder Abkürzung MVD.
Diese Model View Definition sind ein Hilfswerkzeug. Wenn wir also sehen, IFC-Format ist sehr groß, sehr vielfältig, dann soll eben diese Model View Definition helfen, typische Austauschszenarien ja, zu kanalisieren, zu beschreiben, dass eben zum Beispiel hier verankert wird, was brauchen wir an Umfang und an Detailtiefe. Ja, es gibt einige bekannte Model View Definition, das wäre Coordination View, Alain Basement Reference View oder auch Design Transfer View mit den zugeordneten IFC-Versionen. Das mittlere hier, da sehen wir schon IFC 4.3, das ist ein kleiner Blick in die Zukunft, unterstützen wir jetzt zum Beispiel in der Worksuite heute noch nicht, aber der Umfang soll hier einfach mal das Aktuelle widerspiegeln. Ja, gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn wir also jetzt schon sehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten für einen Austausch, dann ist es natürlich sehr hilfreich, dass wir in der Literatur sogenannte Anwendungsfälle beschrieben bekommen, die wir natürlich dann nutzen. Was bedeutet das, Anwendungsfälle? Gucken wir zum Beispiel mal hier auf so einen Planungsprozess. Den Screenshot habe ich hier bei bimdeutschland.de aus den Unterlagen entnommen. Und da sehen wir so einen Planungsprozess. Ja, da geht es irgendwo los mit dem Auftraggeber. Es geht hier um die, wenn wir bei einem BIM-Projekt sind, um dieses ganze BIM-Verwaltungseinheit mit AIA und BAP. Und dann sehen wir hier zum Beispiel bei der Grundlagenermittlung, hier wird das IFC-Modell oder das Grundlagenmodell erstellt, was dann im IFC-Format zur Verfügung gestellt wird. Gehen wir noch eine Folie weiter, dann sehen wir eine Planungsphase. Und wenn wir jetzt an den Fachplaner denken, zum Beispiel wie den Tragwerksplaner, dann sehen wir also, hier gibt es eine Übernahme oder eine Übergabe an den Auftragnehmer, eine Übernahme in die Tragwerksplanung zum Beispiel. Dann gibt es die eigentliche Fachplanung, das wären hier diese Arbeitsschritte. Und dann geht es hier weiter in die Modellprüfung, also da brauchen wir dann wieder einen Export. Und das sind alles typische Anwendungsfälle. Und diese Anwendungsfälle, die werden beschrieben, zum Beispiel sehen wir hier bei unserer Quelle, die wir hier nochmal zitieren, bimdeutschland.de, da haben wir 20 Anwendungsfälle definiert. Die sehen wir in dieser Tabelle auch zugeordnet zu den HHI-Leistungsphasen. Und dann sehen wir zum Beispiel hier Anwendungsfall 4, Bemessung und Nachweisführung, oder Anwendungsfall 7, Erstellen von Entwurfs- und Genehmigungsplänen. Da finden sich zum Beispiel die Tragwerksplaner wieder. Es gibt jetzt noch einen Punkt, den wir für den Austausch beachten sollten. Bei diesen verschiedenen Anwendungsfällen gibt es unterschiedliche Arten des Austausches. Und zwar kennen wir hier einmal den sogenannten Referenz-Workflow. Das bedeutet, Sie laden mehrere IFC-Dateien. Dieser Zustand wird genutzt für eine spezielle Aufgabe, wie zum Beispiel Koordination, Kollisionsprüfung. Und ist diese Aufgabe erledigt, dann wird dieser Zustand wieder beendet. Beim Übergabe-Workflow hingegen wird das IFC-Modell in das native Format übernommen, also in unserem Fall in ein Vicado-Format. Und dann können wir darauf unsere Planungsschritte ableisten. Ja, und wenn wir jetzt die beiden letzten Folien quasi zusammenfassen, dann sehen wir natürlich diese beiden exemplarischen Anwendungsfälle. Die brauchen den Übergabe-Workflow und entsprechend dann auch die geometrischen Randbedingungen, die wir da an die IFC-Datei stellen. Ja, kommen wir noch ein Stück weiter, näher zu unserer heutigen Aufgabe, zur Modellierung. Und wenn wir ein IFC-Modell aufbauen, dann sollten wir auf jeden Fall mal diese vier Grundsätze hier berücksichtigen. Das wäre zum einen, wir modellieren unsere Gebäudemodelle bauteilorientiert. Das heißt, eigentlich können wir uns das gut vorstellen, wir bauen das Modell so auf, wie wenn wir auch das Gebäude, wie wir das Gebäude auch in der Realität aufbauen würden. Dabei arbeiten wir bauteilorientiert und denken zum Beispiel auch an solche Dinge wie Bauteilfugen oder Gebäudefugen. Das bilden wir dann natürlich auch möglichst im Modell ab. Wir arbeiten möglichst parametrisiert, das heißt, wir definieren unsere Bauteile über Eingabewerte wie Länge, Breite, Höhe und so weiter. Und dadurch entstehen dann extrudierte Baukörper,
denken Sie an die Folie vor ein paar Minuten, da haben wir einfach die höchste Wertigkeit. Dritter Punkt, wir arbeiten geschossorientiert. Das heißt, unsere Gebäude brauchen in der Regel eine Geschossstruktur. Klar, wir reden hier jetzt vordergründig vom klassischen Hochbau. Wenn wir an eine Eisenbahn- oder Autobahnbrücke denken, da haben wir wahrscheinlich weniger Geschossstruktur. Aber grundsätzlich im Hochbau arbeiten wir mit Geschossen und ordnen unsere Bauteile den Geschossen zu. Ja, und der vierte Punkt, wir arbeiten überschneidungsfrei. Das heißt, wir müssen vermeiden, dass Bauteile ineinander stecken. Ganz klar, da wäre natürlich jede Auswertung, was Volumen oder Mengen angeht, einfach eine falsche Ermittlung, wären dann zu viele Volumen zum Beispiel, die wir hier erzeugen. Ja, und das wären jetzt unsere Ziele. Wir wollen natürlich erreichen, dass wir mit dieser Art der Modellierung einen hochwertigen IFC-Austausch fördern können. Und wir wollen natürlich auch im Blick behalten, wenn wir jetzt an die Tragwerksplaner unter Ihnen denken, dass wir mit diesem Architekturmodell, was in Vicado entsteht, dass wir da auch sehr gut in die weiteren Bearbeitungsschritte der MB WorkSuite übergehen können. Ja, wir werden uns heute mit vielen Beispielen beschäftigen. Da liegt heute einiges vor uns. Wir sehen jetzt hier die ersten drei Beispiele und wir starten mit einem Beispiel, das trägt den Namen Brüstung. Sie sehen hier einen Schnitt durch das Gebäude, was wir gleich bearbeiten und überlegen uns, ja, wie könnten wir denn jetzt hier eine Brüstung modellieren? Wichtig ist hier noch die Frage mit den Bauteilkategorien. Das heißt, die werden wir nutzen, die helfen uns dann auch beim IFC-Export. Das zweite Beispiel behandelt einen Klassiker. Immer wieder die Frage beim IFC-Austausch, was mache ich denn mit meinem Unterzug? Modelliere ich den bis zur Oberkante, bis zur Unterkante der Decke? Das werden wir uns angucken. Und hier blicken wir dann noch ein Stück in die Tragwerksplanung und prüfen auch, je nachdem, welche Variante wir entscheiden, für welche Variante wir uns entscheiden, gibt es da vielleicht Auswirkungen in der folgenden Bearbeitung. Drittes Beispiel, auch ein Klassiker, Deckenversatz. Sie haben verspringende Niveaulagen ihrer Decken und dann müssen wir diese Lücke natürlich auch schließen. Und auch hier ist die Frage, machen wir das vielleicht über einen Balken oder ein Wandbauteil? Und auch hier riskieren wir dann noch einen Blick, ja, Richtung Tragwerksplanung. Welche Variante hat denn entsprechende Auswirkungen bis in die Bemessung? Ja, viertes Beispiel behandelt einen Sturz. Wie können wir hier in Vicado Sturzbauteile im Modell berücksichtigen? Wie kommen wir hier dann auch noch bei der Tragwerksplanung bis zur Bemessung? Und hier vielleicht schon mal ein kleiner Hinweis. Es ist ja häufig eine Frage, wie lange benutzt man vielleicht einen Sturz? Sturz wird ja häufig so bezeichnet, als das in kürzere oder nicht so breite Öffnungen. Anhaltspunkt kann hier das Heft 631 liefern und da finden wir nämlich einen Hinweis, 15 Mal der Deckendicke, die aufliegt, daran könnten wir uns orientieren, wo ziehen wir eine Grenze zwischen ich verwende ein Sturzbauteil oder ich verwende einen Balken. Das fünfte Beispiel, Bauteilabmessungen. Da wollen wir uns nochmal über die Frage beschäftigen, austauschen, wie können wir Geometrie beschreiben, parametrisiert oder als Volumenkörper. Und das sechste Beispiel behandelt die geschossübergreifende Modellierung oder eben geschossorientierte Modellierung von Bauteilen, hier in unserem Beispiel dann von Stützen. Ja, und dann sehen wir, den Abschluss macht das Beispiel 7, Fundament. Hier wollen wir uns mit Überschneidung und Verschneidung beschäftigen, dass wir eben das Ziel erreichen, Modelle überschneidungsfrei zu erzeugen. Und jetzt würde ich sagen, genug Vorrede, wir werden konkret, wir wechseln in die MB WorkSuite. Ja, wir sehen, der Projektmanager, den haben wir hier bereits geöffnet.
und im Register Vicado. Hier finden wir für die einzelnen Beispiele jeweils ein Vicado-Modell vorbereitet. Die Modelle sind gegliedert nach unseren Grundsätzen. Sie sehen Grundsatz 1, bauteilorientierte Modellierung. Das sind die ersten vier Beispiele. Dann haben wir noch weitere Beispiele zur parametrisierten Modellierung, zur Geschossmodellierung, das Beispiel 6 und eben das letzte Beispiel 7 für den Grundsatz überschneidungsfreie Modellierung. Aber wir starten natürlich gemeinsam jetzt ganz oben mit dem ersten Beispiel. Ja, und per Doppelklick öffnen wir unser Vicado-Modell. Ich nutze natürlich die Sichten, die zuletzt offen waren. Und gehen wir zuerst in den Schnitt 1. Sie sehen also, das ist hier unser Bearbeitungsstand. Was fehlt, ist eben genau diese Brüstung. Die Brüstung brauchen wir hier entsprechend ja, mit einer Höhe von einem Meter und einer Dicke von 20 cm. Ich könnte das vielleicht über eine Hilfslinie hier schon mal andeuten, also in die Richtung. Taste A haben wir 20 cm und nach oben Taste A 1 Meter. Ja, also hier würde ich jetzt gerne meine Brüstung modellieren. Und jetzt könnte ich natürlich ein Merkmal von Vicado nutzen. Und zwar, wir markieren das Bauteil Decke. Im Kontextregister Bearbeiten finden wir ja die Gruppe Geometrie. Und da finden wir ja den Schalter hier Teilkante rausziehen. Ja, und dann klicke ich das einfach mal an. Und dann hätte ich jetzt hier ein Bauteil erzeugt. Ich gehe vielleicht nochmal auf Trimmen, weil ich das hier bis nach außen ziehen will. Und dann hätte ich also hier meine Brüstung. Denken wir nochmal an die ersten Hinweise. Wenn wir jetzt ein Stück Papier produzieren, also einen Ausführungsplan erzeugen wollen, Genehmigungsplan, dann schreiben wir hier unsere Maßketten dran und das Ganze ist aussagekräftig. Denken wir aber an den Modellaustausch, dann ist das natürlich keine gute Strategie. Wir haben jetzt hier einen Klotz erzeugt, ein Bauteil, wo wir das jetzt rausziehen, ein weiteres Bauteil rausziehen. Das wäre also eine Strategie, die uns eher negativ beeinflussen wird, wenn wir das Modell mit anderen Planungsbeteiligten austauschen wollen. Deswegen drücke ich hier mal auf Rückgängig. Das mache ich wieder weg. Auch die Hilfslinie lösche ich noch mal raus. Und ich möchte jetzt mit Ihnen einen besseren Weg einschlagen. Dazu gehen wir in die Draufsicht. Das, was wir jetzt modellieren, gehört natürlich zur Decke im Erdgeschoss. Und wir gucken mal ins Register Bauteile. Jetzt können wir natürlich überlegen, wir nutzen ein Bauteil Wand, um diese Brüstung zu modellieren. Aber wenn wir uns die Visualisierung betrachten, dann sehen wir jetzt mal als Tragwerksplaner auf das Gebäude. Wir haben hier so eine auskragende Ecke bei der Garageneinfahrt. Das heißt, diese Brüstung brauche ich als tragendes Element. Dann wirkt das Ganze hier wie ein Kragarm, also wie so ein balkenähnliches Bauteil. Und hier auf der Rückseite haben wir eine lange Strecke zwischen der Wand und dieser Stütze. Das heißt, auch hier brauchen wir die Brüstung, damit das Ganze funktioniert. Daher würde ich jetzt vorschlagen, wir nutzen hier das Bauteil Balken. Prüfen, welche Vorlage bietet uns Vicado, und ich nehme hier den Überzug und ja, die Eingabeoption nehmen wir mal polygonal. Und dann sehen wir, unter Allgemein taucht jetzt hier die Kategorie gerader Balken auf. Sie sehen, das ist ja eine sehr allgemeine Beschreibung. Hier würde ich gerne andere Kategorie nutzen. Und zwar legen wir uns eine neue an und die nennen wir Balkonbrüstung. Ja, das Bauteil wird geschossabhängig modelliert, was das Niveau angeht, hängt an der Oberkante der Rohdecke, arbeitet als Überzug, also entwickelt sich nach oben. Und beim Material Querschnitt wählen wir uns aus, das wäre also ein Ortbeton.
und wir haben eine Breite von 20 Zentimetern und eine Höhe von einem Meter. Die angrenzende Decke, die wird geschossabhängig ermittelt und dann können wir das Bauteil jetzt hier entsprechend modellieren und modellieren hier auf diese Kante unserer Decke. Ich würde natürlich noch die Bezugsseite wechseln und dann ziehen wir das jetzt hier einmal um unseren Balkonbereich hier außenrum. Gut, damit sehen wir schon im Schnitt, ja, das sieht jetzt eigentlich genauso aus wie mit Teilkante rausziehen, aber jetzt ist das Ganze, das merken wir auch durch diese Lektion, ein eigenes Bauteil. Denken wir nochmal an den Hinweis, wir modellieren so, wie auch gebaut wird. Jede Wette, das Ganze wird nicht monolithisch hergestellt, Decke mit dieser aufsteigenden Wand, sondern da finden wir natürlich auch Schritte in der Herstellung. Ja, gehen wir nochmal die Draufsicht zurück. Ich würde gerne noch ein paar weitere Bauteile modellieren, denn Sie sehen, gehen wir nochmal hier in die Visu. Wir haben jetzt hier diesen Stahlbetonkörper, das müssen wir natürlich schön warm einpacken, dass wir keine Wärmebrücken erzeugen. Also gehen wir nochmal in die Draufsicht, Registerbauteile, gucken wir mal nach dem Dämmstreifen. Ja, Dämmstreifen für Deckenplatte, das wäre die Vorlage, die ich verwenden will. Und wir nehmen hier die Eingabe polygonal und gucken nochmal hier in die Eigenschaften. Wir sehen, das ist die Kategorie Dämmstreifen. Hier würde ich gern wechseln, weil es ja eben eher flächiger ist, nehme ich jetzt ganz gerne die Dämmplatte. Und Geschossanbindung abhängig an Unterkante der Decke. Und dazu beziehe ich dann Unterkante des Bauteils. Das will ich an Unterkante der Rohdecke beziehen, denn wir sehen ja, die Decke müssen wir auch noch einpacken. Und beim Materialquerschnitt Dämmung mit Putz. Nehmen wir mal Dämmung mit Putz Beige, damit die Farbe passt. Und dann haben wir hier entsprechend eine Breite von 14 cm. Die Höhe, wir haben hier 1 Meter Brüstung plus die Deckenstärke. Also gebe ich hier mal 1,20 Meter ein. Ja, und dann modellieren wir jetzt an der Außenseite das nächste Bauteil. Passen wir nochmal die Bezugsseite an. Und dann führen wir das hier einmal um die Brüstung herum. Da war ich nicht exakt. Gehen wir nochmal zurück. Und das Ganze wiederholen wir noch auf der Innenseite. Wir müssen das ja komplett entsprechend einpacken. Und da gucken wir nochmal die Eigenschaften an. Wir haben jetzt natürlich die Unterkante, aber nicht die Unterkante Rohdecke. Ich will jetzt auf die Oberkante, die Dämmung steht ja auf. Und bei der Höhe trage ich jetzt 1 Meter ein. Ich starte die Eingabe und jetzt sehen wir, mein Bauteil ragt ja in das andere hinein. Bisher bin ich hier oben auf die Optionenleiste. Kleiner Tipp, wenn wir uns den Weg mit der Maus sparen wollen, drücken wir auf die Taste B. B steht für Bezugsseite. Da können wir das natürlich auch sehr schnell über einen Tastenbefehl erreichen oder eben das Menüband nutzen. Das ist Geschmackssache. Gut, dann gehen wir auch hier bis nach oben, Enter. Und jetzt sehen wir schon in unserem Schnitt, jawohl, jetzt haben wir unsere Bauteile soweit erzeugt. Ein letztes Bauteil erzeugen wir uns noch und zwar, Sie sehen das ja hier in der Visualisierung, Ich würde hier gerne noch ein Abdeckungsbauteil modellieren, damit das Ganze optisch auch korrekter aussieht. Ja, gucken wir nochmal den Schnitt an. Und wir sehen hier ja, wir haben einen Balken modelliert und wir haben jetzt also unterschiedliche Niveausituationen, die wir hier auf der Innen-, auf der Außenseite jetzt entsprechend erreicht haben. Ja, die Abdeckung, die modellieren wir uns noch und da gehen wir jetzt auch natürlich bauteilorientiert vor. Im Register Bauteile würde ich jetzt an dieser Stelle überlegen, ja, wir nehmen doch mal bei allgemeinem Bauteil jetzt einen Balken.
Wir haben ja eben keinen Stahlbeton oder Holzbalken. Dann nehmen wir eben dieses allgemeine Bauteil und prüfen auch hier nochmal die Eingabewerte, die wir nutzen wollen. Auch hier sehen wir wieder diese Kategorie gerader Balken. Das ist mir einfach zu offen. Das ist nicht falsch, aber ich will das konkretisieren. Also klicken wir hier nochmal rein und ich finde jetzt hier nichts, was mir gefällt. Dann drücken wir einfach auf Neu und das wäre jetzt die Balkonabdeckung. Ja, wenn Ihnen meine Wortwahl nicht ganz so gefällt, nehmen Sie natürlich in Ihren Modellen genau die, die Ihnen da am besten vorkommen. Sie sehen, das ist eine freie Auswahl. Ja, wir bleiben noch bei unserer Decke und wir wählen jetzt vielleicht genau das nächste Geschoss und gucken uns jetzt hier mal die Eigenschaften an. Also ich will ins Obergeschoss, das schalte ich uns hier mal noch mit sichtbar. Und das Bauteil kommt also in die Obergeschossfolie Standard. Und dann entscheiden wir uns hier bei der Geschossanbindung an unabhängig. Und auf welches Niveau müssen wir jetzt? Wir sagen hier jetzt zum Beispiel, wir haben ja 1 Meter Wandhöhe beim Material und beim Querschnitt. Der Unterzug entwickelt sich nach unten, da gehen wir auf Überzug. Und beim Materialquerschnitt nehmen wir natürlich jetzt für diese Abdeckung, gucken wir vielleicht mal bei Dacheindeckung, was Vicado uns hier bietet. Da finden wir das Zinkblech und überlegen uns noch eine Breite. Wir haben jetzt 20 cm den Betonkern und dann haben wir jeweils 14 cm Dämmung. Dann sind wir ja bei 48 cm, ein bisschen Überstand, gehen wir vielleicht mal auf 50 cm. Und die Höhe nehmen wir mal 3 cm an. Und jetzt erzeugen wir uns über Konstruktionslinien den Mittelpunkt. Und dann erzeugen wir hier entsprechend eine Abdeckung. Wieder Konstruktionslinien, Mittelpunkt. Und dann geht es nach rechts entsprechend auch weiter mit Konstruktionslinien bis zum Mittelpunkt. Ja, das soll jetzt erstmal reichen und dann sehen wir, das sieht doch ganz gut aus. Damit wird es auch optisch eben hier abgeschlossen. Ja, bleiben wir noch bei dem Beispiel. Gucken wir uns noch an, wenn wir jetzt einen IFC-Export ausführen. Wie gehen wir hier vor? Wir sind hier in der Sicht Visualisierungssicht, wechseln jetzt in das Systemmenü, Register Vicado, gehen auf Exportieren, IFC-Datei Version bis Version 4. Und dann sehen wir, Grundlage für einen IFC-Export ist immer eine Vicado-Sicht. Und über diese Sicht wird der Umfang von Ihnen festgelegt, was soll denn jetzt hier exportiert werden. Wir vergeben einen Namen. Das ist unser Beispiel 1. Können den Autor definieren, Format, das passt. Lassen wir alles erstmal so stehen. Auch hier, was diese Eigenschaften, die Properties angeht, lassen wir alles aktiv und klicken auf Fertigstellen. Ja, wir wechseln über die Taskleiste zurück in den Projektmanager, ins Register Dokumente. Das ist ja der Standardablageort. Hier wird alles hingepackt im Standardfall, wenn wir Dinge exportieren. Und dann haben wir hier unsere IFC-Datei und per Doppelklick startet sich jetzt unser BIM-Viewer und zeigt das Ergebnis unseres Exportvorgangs an. Ja, warum gucken wir uns das jetzt an? Klicken wir hier auf diesen Kern, dann sehen wir natürlich, hier steht jetzt IFC-Klasse Beam wie Balken. Wir sehen die Geometrie, die hier genutzt wurde und haben dann natürlich die weiteren nicht geometrischen Informationen, die hier entsprechend auftauchen. Und überlegen uns jetzt natürlich, okay, die Werte sind soweit in Ordnung, aber im IFC-Format ist das eben IFC Beam. Klicken wir auf die Abdeckung, steht hier auch IFC Beam. Woran erkennt jetzt ein Planungsbeteiligter, dass das eine ein Überzug ist und das andere ja nur eine Abdeckung?
Natürlich könnten wir jetzt sagen, da steht jetzt noch tragend ja. Das ist natürlich schon mal falsch von mir definiert. Das müssen wir korrigieren. Aber vielleicht finden wir eben noch eine andere Möglichkeit, diese Informationen zu transportieren. Gehen wir nochmal zurück in unser Vicado-Modell. Klicken wir die Abdeckung nochmal an und unter Allgemein will ich auf jeden Fall mal dieses tragend auf Nein umschalten. Ja, wie können wir das Ganze jetzt beeinflussen für den IFC-Export? Gehen wir direkt wieder auf den Export. Wir bleiben bei der Visualisierungssicht als Grundlage für den Umfang, vergeben einen Namen. Ich hänge jetzt einfach mal ein B hinten dran, Beispiel 1. Und wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann sehen wir hier die Möglichkeit, abweichende IFC-Zuordnungen zu erzeugen. Und da sehen wir jetzt, wie wichtig die Bauteilkategorien sind. Denn jetzt könnten wir hier sagen, wir wollen eine abweichende Zuordnung und wir entscheiden uns für eine Vicado-Kategorie. Und da gehen wir mal bei den Bauteilen, bei den Balken. Da habe ich meine Balkonabdeckung definiert. Und hier sage ich jetzt also, der IFC-Typ, da will ich jetzt zum Beispiel IFC-Covering erreichen. Und da steht mit Subtype. Das heißt, wir können das noch etwas genauer definieren. Der Joker ist hier der erste Eintrag, undefined. Das nutzen Sie, wenn die anderen Einträge hier nicht zielführend sind. Ich würde jetzt hier zum Beispiel mal den Eintrag Roofing nutzen, ja, weil es ja in Richtung Dach schon geht. Wir gehen noch einmal auf Neu, nutzen die Option nochmal für die zweite Kategorie, die wir manuell erzeugt haben. Das war nämlich hier bei Balken unsere Betonbrüstung. Da will ich jetzt zum Beispiel entsprechend beim IFC Beam bleiben. Müssen wir hier mal gucken in der Liste. Und können hier auch nochmal entsprechend überlegen, welchen Subtype wollen wir verwenden. Und dann nochmal auf Neu, wir haben ja auch die Dämmung hier modelliert. Da könnten wir jetzt auch sagen, wir gucken bei dem Bauteil Dämmung, dass wir entscheiden, also hier unsere Dämmplatte, da nutzen wir auch IFC Covering mit dem Subtype Insulation, um eben hier zu verdeutlichen. Also das Ganze hier ist einmal eine Dämmung und das andere Covering ist eben ja eine Dachsituation. Gehen wir wieder auf OK und Fertigstellen. Damit wird jetzt der IFC-Export nochmal erneut ausgeführt. Wir wechseln wieder über die Taskleiste in den Projektmanager Register Dokumente, Beispiel 1b IFC-Datei. Und das sieht natürlich auf den ersten Blick ganz genauso aus. Markieren wir unsere Abdeckung, dann sehen wir eben hier, das ist jetzt IFC Covering mit dem Type Roofing. Und klicken wir auf unseren Balken, dann steht hier auch noch den T-Querschnitt, weil wir ja unten das Ganze an die Platte anschließen wollen. Und klicken wir unsere Dämmung an, dann taucht hier natürlich auch Covering mit Insulation auf. Also Sie sehen, wollen Sie den IFC-Typ beeinflussen, dann nutzen Sie die Vicado-Kategorien, sollten Sie sowieso nutzen. Ist immer ein Vorteil, Bauteile klar zu klassifizieren und das kriegen wir auch mit in den IFC-Export übertragen. Ja, das war unser erstes Beispiel. Das Vicado-Modell können wir jetzt wieder schließen. Wir gehen im Projektmanager zurück ins Register Vicado und stürzen uns ins nächste Beispiel, Beispiel 2, zum Unterzug. Bleiben natürlich auch hier bei den zuletzt verwendeten Sichten. Wir sehen hier im Prinzip das gleiche Bauteil. Was entsprechend hier fehlt, sind die Unterzüge im Bereich der Garage. Sehen wir auch in der Visualisierung, da ist die Decke hier noch ungestört. Da müssen wir jetzt noch Bauteile entsprechend modellieren. Die Bauteile modellieren wir natürlich in der Draufsicht. Aktive Folie ist hier Erdgeschoss Standard. Ich gehe auf Erdgeschossdecke.
Da will ich diese Bauteile modellieren, Unterzüge und Decke. Ja, die bilden ja eine Einheit. Und jetzt gucken wir wieder ins Register Bauteile. Wir arbeiten natürlich bauteilorientiert. Und Sie sehen natürlich, Vicado mit der Bauteilstruktur unterstützt uns da ideal. Wir nutzen die Vorlage Unterzug. Eingabe als Strecke ist, denke ich, hier passend. Und dann geht es weiter nach rechts in die Eigenschaften. Wir gehen wieder auf eine Konkretisierung, was die Bauteilkategorisierung angeht. Nehmen wir uns hier den Unterzug. Ja, und jetzt sehen wir, unsere Höhenlage, Geschossanbindung hängt an Unterkante Rohdecke und wird ein Unterzug. Gehen wir weiter zum Materialquerschnitt. Wir wählen das Material, Ortbeton, und die Festigkeitsklasse passt, lassen wir so stehen. Was brauchen wir hier für eine Breite? Da haben wir uns vorher Gedanken gemacht. Das übernehme ich jetzt einfach. 36 cm. Und jetzt überlegen wir uns die Höhe. Wenn wir jetzt also unseren Unterzug an die Unterkante dranhängen, dann tragen wir hier die Höhe ein, die zusätzlich zur Decke erzeugt wird. Und das wären bei uns jetzt 34 cm. Ja, jetzt modellieren wir das Bauteil. Ich würde gern quasi von dieser Kante nach links, aber auf der Achse hier der Wand. Also gehe ich in folgenden Schritten. Wir gehen auf Konstruktionslinien, Mittelpunkt konstruieren, beziehungsweise nochmal auf Escape. Ich will erst den Ursprung mit Mittelpunkt konstruieren. Dann sitzt es hier in der Mitte und dann den Startpunkt über Geraden schneiden, diese Gerade mit dieser Gerade. Okay, habe mich verklickt, fangen wir nochmal von vorne an, Balken. Das Gute, die Vorlage ist hier mit Stern markiert, das heißt, alles, was wir eingetragen haben, merkt sich Vicado. Also nochmal Konstruktionslinien, Ursprung setzen, Mittelpunkt konstruieren. Ja, und jetzt nochmal Geraden schneiden, die horizontale mit dieser Kante. Dann sitzt der Startpunkt und wir führen das bis nach rechts. So, das ist jetzt die erste Variante. Wie bei der Einführung benannt, wollen wir uns zwei verschiedene Varianten betrachten. Und dazu gehen wir nochmal nach rechts in die Eigenschaften und überlegen uns, wir hängen unseren Unterzug an die Oberkante. Und wenn wir den Unterzug an die Oberkante hängen, dann gehen wir nochmal zum Materialquerschnitt. Dann müssen wir natürlich hier nochmal über die Höhe nachdenken und plus die Deckenstärke von 20 cm aufaddieren. Und hier ist es jetzt einfacher. Wir gehen wieder auf die Achse. Also Konstruktionslinien, Mittelpunkt konstruieren. Erster Klick und bis nach links, zweiter Klick. Ja, gucken wir uns den Schnitt an. Das war im Prinzip mein Ziel. Ich wollte hier zwei verschiedene Strategien erzeugen. Wenn wir das Bauteil anklicken, dann sehen wir hier unseren Balken unterhalb der Decke, hier rechts unseren Balken oberhalb der Decke. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist hier richtig, was ist falsch? Da gibt es leider keine eindeutige Antwort. Wichtig ist, dass wir natürlich im Projekt uns hier über die Modellierung abstimmen. Grundsätzlich, wenn wir aus Tragwerksplaner-Sicht blicken, wenn wir als Tragwerksplaner auf diese Frage blicken, dann sehen wir natürlich hier, das ist ja der Querschnitt, der wirkt mechanisch, der wird auch so bewährt. Wäre vielleicht aus Ingenieursicht interessant. Gucken wir nach links auf das Bauteil, das hängt hier unter der Decke. Das wäre natürlich aus Modellierungssicht interessant, weil wir die Bauteiltrennung hier ja besser erkennen. Das ist der Querschnitt, der kommt dazu und wir haben den ungestörten Teil, die Decke, die durchläuft. Also beides ist möglich. Bleiben wir noch kurz bei dem Beispiel. Wie ist denn jetzt die Wirkung, wenn wir das Ganze zum Beispiel exportieren? Auch hier gucken wir uns mal diese Visualisierungssicht an. Wir sehen natürlich hier, ist unser Bauteil auf der Oberseite erkennbar, weil es natürlich bis nach oben geführt wird. Klicken wir hier auch auf den Export, IFC bis Version 4, die Sicht Rohbau, das passt. Wir vergeben einen Namen, das ist unser Beispiel 2.
Und das schieben wir einfach durch und wechseln über die Taskleiste in den Projektmanager. Registerdokumente öffnen auch wieder mit unserem BIM-Viewer das Beispiel 2. Ja, wir sehen, beide Balken kommen hier an. Auch hier, wenn wir das anklicken, sehen wir, der Balken ist an der Oberseite erkennbar. Würden wir den Balken zum Beispiel unsichtbar schalten, dann muss hier natürlich auch die Decke ausgespart sein. Denken wir an das Überschneidungsfreie, damit hier keine Bauteile ineinander hängen. Anders ist das bei dem Unterzug hier rechts. Der hängt natürlich unten an der Decke. Also wichtig, hier müssen wir im Projekt Absprachen treffen, wenn wir ein BIM-Projekt, einen BIM-Prozess bearbeiten, damit jeder weiß, was er hier empfängt an Daten. Bleiben wir noch kurz bei dem Beispiel. Wir gehen nochmal zurück in das Vicado-Modell. Sie sehen hier, unser Strukturmodell kennt noch keine Strukturelemente an der Stelle. Klicken wir mal auf das Register Strukturelemente, auf den Schalter aus Bauteilen erzeugen. Dann erkennt es hier Vicado, es werden zwei neue Strukturelemente erzeugt. Die prüfen wir noch mal kurz gemeinsam. Denn wir sehen, diese Elemente sind natürlich entsprechend der Architekturgeometrie hier noch ein Stück zu lang. Das würde ich hier gerne an beiden Seiten noch anpassen. Und dann schieben wir das hier auch noch mal auf die Systemlinie. Jetzt haben wir also unser Strukturmodell auch komplettiert. Und jetzt nehme ich Sie mal ganz kurz mit in die Tragwerksplanung. Wir gehen in das Kontextregister Berechnung, klicken hier auf Freigeben, klicken sofort auf Bearbeiten, um jetzt in den Struktureditor zu wechseln für unser Beispiel 2. Ja, und jetzt gucken wir hier nochmal unseren Balken an, hier auf der linken Seite. Sie sehen, beim Materialquerschnitt steht jetzt hier eine Höhe von 34. Das habe ich auch so eingetippt. Und wir sehen, das Ganze ist mit der Decke verbunden als Unterzug. Und da kommen also nochmal 20 cm Bauteilhöhe dazu. Betrachten wir uns das rechte Bauteil. Ja, jetzt sehen wir auf einmal, hier taucht auch die 34 auf, obwohl wir dort 54 cm eingetragen haben. Und das ist der große Vorteil für Sie, egal für welche Modellierung Sie sich entscheiden, gehen wir von hier weiter in die Tragwerksplanung. Dadurch, dass das Vicado-Modell alle Informationen kennt, geht es bis Oberkante, bis Unterkante, kann die Deckenstärke berücksichtigt werden und unser Strukturmodell ist, egal welchen Variante Sie wählen, immer korrekt und damit geht es auch korrekt weiter in die Mikrofibermessung. Gut, das wäre unser Beispiel 2. Das können wir jetzt verlassen und gehen direkt weiter ins nächste Beispiel. Alle Modelle, Beispiel 2, schließe ich zuerst, damit es hier nicht zu unübersichtlich wird. Und es geht wieder im Projektmanager ins Register Vicado. Drittes Beispiel trägt den Namen Deckenversatz, also per Doppelklick starten wir hier die Eingabe. Und was bekommen wir hier als Bearbeitungsstand präsentiert? Wir sehen hier unsere Lücke. Wir haben also schon diesen Höhenversatz in der Deckensituation modelliert. Und jetzt gilt natürlich diese Frage zu beantworten, wie wollen wir jetzt diese Höhe überbrücken? Sie sehen das hier auch im Schnitt. Da ist diese Lücke. Jetzt könnte man natürlich eine Variante überlegen. Wir modellieren hier eine Wand und ganz klassisch, wie man eine Wand aufbaut. Eine Wand steht ja irgendwo auf, hier im Falle auf der Decke. Und die Wand trägt natürlich die Last, die aus der Decke hier aufgelagert wird. Sehen wir ja auch hier eine Wand zwischen zwei Decken. Ja, gehen wir in die Draufsicht. Das wäre jetzt hier unser erster Schritt. So wollen wir das modellieren. Und dann gucken wir ins Register Bauteile. Ich nehme hier eine Stahlbetonwand und wir nutzen die Vorlage Innenwandbeton. Eingabeoption als Linie und Blick nach rechts. Was nehmen wir hier für eine Kategorie? Tragende Innenwand. Ja, da lege ich uns vielleicht mal eine eigene Kategorie an. Das wäre hier der Deckenversatz.
Ja, Niveau, geschossabhängig, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das können wir entweder alles jetzt vorher messen oder ich rate hier mal was. Ich gehe mal auf ein Niveau von 3 Meter mit einer Höhe von 1 Meter. Den Rest machen wir dann grafisch. Materialquerschnitt 30 cm aus Ortbeton. Das Ganze ist tragend und dann klicken wir das Bauteil in unser Modell. Und wir starten hier an der Außenkante, Taste B, um den Bezug anzupassen und dann ziehe ich das hier quer durch unseren Grundriss. Ja, gehen wir in den Schnitt und da sehen wir genau, wie ich es angekündigt habe. Ich habe mich jetzt nicht um die Geometrie im Vorfeld gekümmert, das machen wir jetzt einfach über Trimmen. Ich schiebe die Wand nach oben und den Fußpunkt ziehen wir nach. Und es war jetzt viel einfacher. Wir haben jetzt hier eine Höhe von 74 cm bei einem Niveau von 3,40 m. Also manchmal kann man das auch einfach grafisch erledigen. Ja, jetzt sehen wir hier, unser Architekturmodell ist geschlossen. Für unser Strukturmodell drücken wir nochmal auf Strukturelemente aus Bauteil erzeugen. Und dann haben wir ein Strukturelement erzeugt bekommen. Das sitzt jetzt hier an dieser Stelle. Das würde ich jetzt vielleicht noch mal markieren. Architekturbauteil schalten wir unsichtbar. Und dann gehen wir hier auf Trimmen, um das Ganze auf die Systemlinien noch entsprechend anzupassen. Und dann wäre hier unsere Lücke geschlossen. Jetzt haben wir natürlich nur eine Situation, die ich hier gerne noch mal benennen will. Wir haben jetzt eine Wand erzeugt und überlegen uns, ist das jetzt von der Wirkung her sinnvoll, ist das korrekt? An sich würde ich jetzt aus Ingenieurblick, aus Tragwerksplanerblick sagen, das Ganze ist ja eigentlich ein Balken. Ja, der wird in Längsrichtung auf Biegung beansprucht. Das ist im Prinzip wie ein Unter- oder ein Überzug, so eine Mischform mit einem Z-Querschnitt. Also eigentlich könnten wir jetzt mal noch überlegen, hier eine andere Variante auszuprobieren. Ja, ich will den Stand hier erhalten, deswegen gehen wir noch mal kurz zurück. Wir duplizieren unser Modell im Projektmanager. Das wird jetzt der Stand B. Und dann bauen wir das gerade noch mal zurück, probieren noch eine zweite Variante aus. Das kommt hier raus. Und auch beim Strukturmodell gucken wir noch mal, jawohl, durch das Entfernen des Architekturbauteils ist natürlich auch direkt das Strukturelement entfernt worden. Zweite Variante wäre, wir entscheiden uns für einen Balken. Gehen wir mal ins Register Bauteile, klicken wir wieder auf Balken und hier überlegen wir uns, ja, mit was für einer Vorlage wollen wir denn arbeiten. Es ist ja weder Unterzug noch Überzug, es ist ja eine Mischform. Gehen wir mal auf Deckengleich als Vorlage und dann gucken wir natürlich hier mal genauer in die Eigenschaften. Kategorie, da nehme ich natürlich die Kategorie, die wir eben erzeugt haben, für unseren Deckenversatz. Geschossanbindung würde ich auch erstmal manuell sagen. Niveau, ja, vielleicht haben wir es uns gemerkt, ich schreibe hier wieder die 3 rein. Der Typ wäre Unterzug. Ich gehe jetzt auf Rechteck, denn ein Unter- oder Überzug ist ja immer ein T-Querschnitt. Wie erwähnt, ich habe hier ja so eine Z-Situation und würde zum Beispiel sagen, naja, wir begrenzen uns auf den Rechteck. Wenn wir den bemessen und bewähren, dann passt es. Tragendes Bauteil und beim Materialquerschnitt haben wir natürlich Ortbeton und C30, 37, das passt. Breite 30 cm und die Höhe, ja, da tippe ich auch einfach mal 50 cm ein. Das machen wir dann grafisch. Erster Klick, Taste B, zweiter Klick. Ja, hier hängt unser Balken. Ich gehe auf Verschieben, schiebe den erstmal nach oben und über Trimmen packen wir den bis an die Unterkante. Das wäre jetzt auch schon mal ein wichtiger Unterschied. Ja, die Wand, die stand ja hier zwischen den Decken, stand auf der Decke und trägt die nächste.
bei dieser Balkenvariante, das ist ja auch der Querschnitt, den wir hier mechanisch nutzen und aktivieren wollen. Und dann ist es natürlich korrekt, dass wir die Decken hier seitlich anschließen. Und dann sehen wir auch hier wieder natürlich einen Punkt, wo wir beachten, an die denken an die Überlappung, Überschneidungsfreiheit. Ja, in der Architektur sehen wir, da hat sich erstmal nichts geändert, das ist genauso geschlossen. Klicken wir in das Strukturmodell, erzeugen wir hier auch ein Strukturelement. Ja, dann sehen wir die Architektur, die blende ich wieder aus. Dann sehen wir hier unser Strukturelement. Und das schließt jetzt ja erstmal offensichtlich geometrisch nicht unsere Lücke. Können wir hier trotzdem in der Worksuite weiterarbeiten? Das gucken wir uns jetzt einfach mal auf die Schnelle noch an. Ich gehe hier noch in die Draufsicht und auch hier bei einem Balken sehen wir, okay, die Länge, die geht ja bis zur Außenkante des Architekturbauteils. Das würde ich also hier vorschlagen, diese Längen hier noch entsprechend anzupassen. Gut, das ist unser Strukturmodell. Wir klicken im Kontextregister auf Freigeben und auf Bearbeiten. Und das wird eben jetzt unser Beispiel 3. Gut, das ist jetzt unsere Decke. Wir sehen, wir denken dran, wir haben hier immer noch eigentlich eine Lücke. Kriegen wir das trotzdem irgendwie hin? Berechnen wir vielleicht zuerst mal diese Decke über dem Erdgeschoss. Gehen wir also auf Teilsystem, Deckenplatte, selektieren wir die beiden Platten, bestätigen die Auswahl mit Enter. Und dann sehen wir, okay, der Struktureditor ermittelt uns noch die lagernden Bauteile, er ermittelt uns auch die belastenden Bauteile und da ist auch diese Linie mit drin. Wir geben das Berechnungsmodell frei und gehen nochmal ein Stück weiter mit Bearbeiten in die Mikrofibermessung, also bis hin gehen wir mal ins Bemessungsmodell. Und dann sehen wir hier, das Bemessungsmodell, die 2D-Deckenplatte, kennt keinen Höhenversatz. Damit sehen wir, okay, wir können hier arbeiten. Wir können diese Decke jetzt entsprechend berechnen. Klicken wir mal auf Verformungsberechnung oder klicken wir uns auch die Schnittgrößen unseres Unterzugs an. Also da sehen wir, okay, wir kommen zum Ziel, wenn wir hier diese stabförmige Modellierung wählen, können wir das Ganze nutzen mit einer mechanisch passenden Beschreibung. Hier will ich nicht ins Detail, deswegen schließen wir das Bemessungsmodell wieder. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn vielleicht Tragwerksplaner unter Ihnen sagen, naja, ich würde das gern als Faltwerk, als 3D-Modell berechnen, weil vielleicht auch noch H-Kräfte eine Rolle spielen. Auch das probieren wir aus. Wir gehen wieder auf das Teilsystem, jetzt auf 3D-Geschossbau. Und wir nehmen uns nur das Erdgeschoss. Ja, und Sie sehen, das sieht auf den ersten Blick ganz genauso aus. Aber das Ziel ist jetzt ein anderes. Das Ziel, die Bemessung soll in 3D erfolgen. Also klicken wir auf im Kontextregister auf Freigeben und auch hier wieder auf Bearbeiten. Und dann gehen wir noch mal ganz kurz in das Bemessungsmodell. Und hier brauchen wir natürlich jetzt noch Lagerungen, Registerauflager, nehmen wir ein Punktlager, Stütze lagern. Da will ich jetzt nicht viel ins Detail gehen. Ich mache das jetzt einfach mal, dass wir es berechnen können. Wandlagern wähle ich hier auch aus. Ja, und jetzt klicken wir auf Auswirkungen, auf Verformungen. Und jetzt kommen wir natürlich auf ein Problem. Hier ist jetzt keine Berechnung möglich. Und Mikrofee kann natürlich jetzt mit dieser Lücke, mit diesem schwebenden Bauteil, nichts anfangen. Aber wir kommen trotzdem zum Ziel. Wir klicken das Bauteil an und das Register Bearbeiten bietet uns Umwandlungsfunktionen an. Und ich sage jetzt, dieser Stab soll in eine Fläche umgewandelt werden. Und jetzt ist die Lücke geschlossen. Wir klicken einfach mal auf Verformungsberechnung und jetzt können wir das Modell berechnen. Also Sie sehen, mit dem Balken kommen wir bis zu der Bemessung bei jedem gewünschten Berechnungsmodell, kommen wir hier zum Ziel. Gut, soweit unser drittes Beispiel.
Ja, die Uhr läuft, wir müssen weiterarbeiten. Wir gehen zum vierten Beispiel. Die Modelle können wir hier alle wieder schließen, die zum dritten Beispiel gehörten. Viertes Beispiel, wir sehen hier den Titel Sturz. Also geht es direkt weiter. Per Doppelklick öffnen wir das nächste Beispiel. Wir gehen wieder in die Situation, dass wir alle zuletzt geladenen Sichten wieder öffnen. Ja, was sehen wir? Wir haben hier wieder unser bekanntes Modell. Und in der Draufsicht sehen wir, wir wollen jetzt exemplarisch uns mit diesen beiden Türen beschäftigen, stellvertretend für alle anderen Türen und Modelle und Fenster in dem Modell. Und das zeigen wir hier im Schnitt 6. Und damit wir das vielleicht ein bisschen besser erkennen, kleiner Tipp, hier in der Visualisierung, wir gehen mal nach rechts in die Darstellung und dann sehen wir, wir können eine Begrenzung wählen, dann nehme ich uns den Schnitt 6, drücken wir auf Übernehmen, dann sehen wir also genau das, was hier in unserer Schnittbox entsprechend enthalten ist. Gut, Sie sehen, wir haben verschiedene Varianten hier schon vorbereitet. Wir haben hier einen Unterzug für diese größere Öffnung. Da ist auch keine Tür vorhanden, aber immer wenn wir eben eine Spannweite überschreiten, 15 Mal der aufliegenden Decke, wenn wir hier die Decke markieren, wir haben hier eine 20er Decke, also in dem Fall, wenn die Öffnung größer als 3 Meter wird, dann können wir auf jeden Fall nicht mehr von einer kurzen Unterbrechung im Lager ausgehen, dann müssen wir das berücksichtigen, diese Unterbrechung, und das ist unsere Orientierung, da sollten wir dann wechseln zwischen spätestens wechseln von einem Sturz auf einen konkreten Balken. Trotzdem will ich jetzt natürlich ganz gerne wissen für diese Türöffnungen, was brauche ich denn hier für einen Sturz? Was brauche ich hier für eine Bewehrung in dem Bauteil? Also klicken wir unsere beiden Türen an, denn in Vicado finden wir die Sturzbauteile zu einer Öffnung in der Öffnung selbst. Da finden wir nämlich das Kapitel Zusatzbauteile. Und da gibt es den Sturz, den Rollladen, bei einem Fenster wäre hier auch noch die Fensterbank. Und wir aktivieren den Sturz. Ich will hier mit einer Auflagerlänge von 15 cm jeweils arbeiten. Wir nutzen eine automatische Breite, das heißt, wir haben hier eine Wandstärke und der Unterzug wird entsprechend der Wandstärke gewählt. Und ich will mit einer Höhe von 15 cm arbeiten. Und Sie sehen schon mit Übernehmen, die Sturzbauteile, die tauchen hier in der Visualisierungssicht auf. Auch hier natürlich in unserem Schnitt. Und die Bauteile, die können wir zum Beispiel auch hier in Rechtsklick, die können wir auch bewähren, das ist kein Problem. Und beim Export, wir klicken also wieder auf das Systemmenü, exportieren. IFC-Datei bis zur Version 4 wählen wir hier aus. Das ist wieder die Sicht Rohbau, das passt. Und den Namen passen wir natürlich auch nochmal an. Beispiel 4. Weiter, fertigstellen. Jetzt habe ich natürlich diese Sicht als Exportumfang gewählt. Gehen wir in den Projektmanager, Register Dokumente. IFC-Datei für das Beispiel 4. Und dann sehen wir natürlich diese Begrenzung, diese Schnittbox, das wird jetzt hier beim Export nicht berücksichtigt. Aber Sie sehen schon, wenn wir hier durch das Fenster blicken, da haben wir unser Bauteil. Das ist natürlich ein Balken. Lintel steht hier für Sturz. Geometrisch ist das ein B-Wrap und damit ist unser Bauteil korrekt im IFC-Modell vorhanden und kann dann auch von den anderen Planungsbeteiligten ausgewertet werden, wie viel laufende Meter oder Stück Sturz hier gebraucht wird, zum Beispiel für eine Ausschreibung. Ja, gehen wir noch einmal zurück in das Vicado-Modell. Hier würde ich auch mit Ihnen noch mal gerne einen kurzen Blick in die Bemessung werfen. Eine häufige Frage, wie kriegen wir denn jetzt diese Sturzbauteile bemessen. Wir bleiben, wie gesagt, exemplarisch bei unseren beiden Türen. Blicken wir jetzt in das IFC-Modell, dann sehen wir, zu unseren Türen tauchen hier die zugehörigen Strukturelemente auf und die kennen auch
diese Information Zusatzbauteil. Das heißt, Sie sehen, konsequent hängt dieses Bauteil Sturz an der Öffnung sowohl im Architektur- als auch im Strukturmodell. Das heißt, wenn wir jetzt diese Bauteile bemessen wollen, dann klicken wir hier im Kontextregister erstmal auf Freigeben und dann auf Bearbeiten, um in den Struktureditor zu wechseln. Und keine Angst, wir halten uns da jetzt nicht lange auf, nur zur Vollständigkeit. Wie kommen wir hier zu einer Bemessung? Wir brauchen natürlich Lasten. Da würde ich jetzt vorschlagen, wir greifen auf eine Lastverteilung im Struktureditor zurück. Die erzeugen wir uns und berechnen diese auch direkt. Ja, aber ich war einen Schritt zu schnell. Gehen wir nochmal zurück hier in diese Darstellung. Schalten wir mal das Obergeschoss und die Decke und die Fundamentplatte weg. Denn wir haben jetzt gesehen, die Aussparung kennt das Zusatzbauteil Sturz. Und die Wand, in der die Aussparung vorhanden ist, da können wir entscheiden unter Kapitel Allgemein, ob diese Wand lagernd wirkt durch den Sturz. Also das ist nochmal eine eigene, getrennte Entscheidung. Die aktiviere ich. Und jetzt wiederholen wir nochmal die Berechnung. Kontextregister Berechnungssicht, klicken hier auf Berechnen. Lassen wir es gerade nochmal rechnen. Kleines Beispiel, geht ja auch sehr schnell. Ja, wir klicken auf Schließen. Jetzt sind die Lasten verteilt. Und wir wollen jetzt diese beiden Sturzbauteile bemessen. Also gehen wir im Menüband auf das Register Details, klicken auf den Sturz. Und kleiner Tipp, wir nutzen die Serienerstellung. Denn jetzt kann ich mehrere Wände mit Tür- oder Fensteröffnung auswählen. Lastabtrag nehmen wir unsere V-Lastverteilung. Ja, und dann sehen wir hier also die Lasten für diese Sturzbemessung und klicken wir im Register Start noch auf alle Berechnungsmodelle freigeben. Sie sehen das hier auch in der Oberfläche. Die beiden Modelle, die sind hier noch nicht freigegeben, die sind noch rot markiert. Jetzt wechselt das auf grün und wir können über den Projektmanager Register Baustatik auf Verwenden klicken. Das wird das Modell Beispiel 4. Und da nehmen wir die beiden Berechnungsmodelle für diese Sturzbemessung mit. Und dann sehen wir unsere Belastung aus der Lastverteilung und sehen jetzt die Grundbewehrung, die reicht hier. Das ist ja auch klar, untergeordnetes Bauteil, 2 Durchmesser, 8. Trotzdem, auch wenn es untergeordnet ist, müssen wir natürlich hier die Tragfähigkeit sicherstellen als Tragwerksplaner. Gut, soweit unser Beispiel 4 zu unserem Sturzbauteil. Auch hier schließen wir natürlich die Modelle und gehen in unseren Projektmanager zurück, Register Vicado. Ja, wir können ja mal den Grundsatz 1 zuklappen. Dann sehen wir nämlich, jetzt gehen wir weiter zu unserem Beispiel 5, also bauteilbezogene Modellierung. Den Aspekt, den lassen wir jetzt erstmal hinter uns. Parametrisierte Modellierung knüpft da im Prinzip nahtlos an. Gucken wir jetzt nochmal, was genau hier im Fokus liegt. Per Doppelklick öffnen wir das Modell. Wir bleiben natürlich bei unseren Sichten, die wir zuletzt genutzt haben. Ja, welche Aufgabe liegt jetzt vor uns? Wir wollen hier die Attika für das Dach modellieren und gehen jetzt mal einen anderen Weg als bisher, den bauteilorientierten. Wir gucken jetzt mal an, wenn wir eben nicht mit Parametern arbeiten würden. Wir brauchen für dieses Dach noch ein weiteres Geschoss. Also gehen wir auf Sichten, gehen wir auf Modell, Struktur verwalten. Und ich lege uns ein Dachgeschoss an.
Wir haben hier eine andere konstruktive Höhe, 50 cm, Deckenstärke gehen wir vielleicht mal auf 3. Ja, wir haben eine neue Draufsicht erzeugt bekommen. Gehen wir vielleicht mal in die Darstellung Positionsplan, dann sind hier diese Aufschlagsymboliken nicht mehr vorhanden. Und wenn ich auch die Räume nicht mehr sehen will, gehen wir ins Fenster Modell und dann gucken wir hier mal in der Standardfolie, schalten wir uns die Räume unsichtbar. Gut, jetzt kommen wir auf eine andere Idee. Wir gucken ins Register Bauteile. Nehmen wir an, diese Attika, die ist jetzt nicht statisch wirksam, die will ich hier einfach aufsetzen. Dann könnte man ja sagen, wir gehen hier nach rechts und nutzen hier mal die allgemeinen Bauteile. Klicken wir hier auf freie Geometrie. Eingabeoption Rechteck lasse ich so stehen. Und dann sehen wir hier unter allgemein, das wäre jetzt die Kategorie allgemeines Bauteil. Das will ich natürlich schon konkretisieren. Und dann gucken wir mal bei den Bauteilen, bei der Wand. Ja, da gibt es jetzt hier keine Attika, also legen wir uns eine neue Kategorie an. Existiert bereits. Da muss ich schon mal gucken, wo ich die finde. Vielleicht beim Balken, jawohl, da ist die Kategorie. Wenn sie schon gibt, benutzen wir sie auch. Ja, das Niveau wäre bei 0 Metern, das ist kein tragendes Bauteil. Bei Materialquerschnitt wähle ich wieder Ortbeton aus. Und die Länge, das wäre jetzt also die Extrusionslänge nach oben, ja, da tippen wir die 0,5 ein. Ja, und jetzt modellieren wir. Da können wir einfach auf die Geometrie aus dem Geschoss darunter zurückgreifen. Modellieren wir hier unsere Bauteile für die Attika. Ja, in der Visualisierung schalte ich uns noch die neue Geschossfolie Dach mit zu. Ja, und was stellen wir fest? Sieht wunderbar aus. Ja, so haben wir uns die Attika entsprechend vorgestellt. Wir brauchen noch weitere Dämmmaterialien, Dämmbauteile. Also bleiben wir noch bei der freien Geometrie. Wechseln jetzt die Kategorie bei Dämmung auf Dämmplatte. Gehen zu Material, das ist auch kein tragendes Bauteil. Und hier nehmen wir bei Dämmstoffe Dämmung mit Putz beige. Nochmal zurück zu allgemein. Das Niveau ist jetzt ja an der Unterkante entsprechend anzuordnen. Und was haben wir hier für eine Deckenstärke? Muss ich nochmal kurz prüfen. Klicken wir die Decke an. Wir haben hier 18 cm. Durch die Sternmarkierung bei der Vorlage haben wir natürlich jetzt hier nichts verloren, aber minus 0,18 wäre das Niveau und die Länge plus 0,18, damit wir auf dieselbe Oberkante kommen. Und dann ziehen wir hier auch über jeweils 2 Klicks unser nächstes Bauteil entsprechend in unser Modell. Gut, zurück in die Visualisierung. Hier nehmen wir mal die Darstellung Standard und wir wollen die Dämmplatte hier noch sehen. Und dann stellen wir auch fest, sieht wunderbar aus. So habe ich mir das vorgestellt. Auch hier ist natürlich der gleiche Hinweis nochmal zu benennen. Auch da schalte ich das Dach noch ein. Für eine Plandarstellung wäre das ja absolut okay. Wir sehen unser Bauteil, das können wir vermaßen. Können Pläne entsprechend herstellen. Aber wir sehen schon bei diesem allgemeinen Bauteil hier in Vicado, müsste man nochmal die Richtung anpassen für die Schraffur. Aber das ist jetzt heute nicht mein Thema. Wir wollen auch das natürlich exportieren. Also gehen wir in die entsprechende Sicht, wo wir den Umfang bereits gewählt haben. Das ist in meinem Falle diese Visualisierung. Wir gehen auf das Systemmenü, gehen auf Exportieren. Wir sind beim Beispiel 5, deswegen passen wir den Namen nochmal an. Beispiel 5. Und es geht weiter und auf Fertigstellen. Ja, wir wechseln in den Projektmanager.
Dokumente jetzt IFC-Datei 5 öffnen. Sieht hier genauso wunderbar aus. Klicken wir jetzt auf unsere Attika, dann sehen wir IFC-Klasse Building Element Proxy, das ist also ein allgemeines Bauteil, so wie wir es in Vicado allgemeines Bauteil nennen. Hier im IFC gibt es ein entsprechendes Pendant. Und dann sehen wir, die Geometrie ist eben hier B-Wrap, also nur Flächen. Und wenn wir hier weiter nach unten blättern, ja, dann finden wir hier keine Wandstärke. Und wo soll sie auch herkommen? Wir haben ja auch nie einen Parameter wie eine Wandstärke gewählt. Wir haben das Bauteil rein geometrisch modelliert. Klicken wir auf die Wand, ja, dann sehen wir hier bei Geometrie eine extrudierte Geometrie. Und wenn wir hier ein Stück weiter die Vicado Properties, also Eigenschaften betrachten, ja, da haben wir ganz viele Werte. Und hier zum Beispiel die Wanddicke 42,5. Also da sehen wir eine ganz andere Detailtiefe an Informationen. Ja, bleiben wir mal noch bei dem Beispiel. Wir gehen nochmal in das Vicado-Modell zurück. Wir gehen nochmal auf den Export IFC 4, Rohbau, und wir vergeben einen neuen Namen, Beispiel 5b. Und wir können hier beim Export entscheiden, die ganze Zeit geben wir immer im IFC4-Format aus. Und wir könnten jetzt auch überlegen, dass wir zum Beispiel alle Geometrie nur als B-Wrap ausgeben. Es kann Anwendungsfälle geben in Ihrem Projekt, was Sie bearbeiten, dass genau sowas von Ihnen gefordert wird. Dann können wir das bedienen über diese Option und wir gehen nochmal auf Fertigstellen. Ja, jetzt wissen Sie, was folgt. Wir wechseln über die Taskleiste in den Projektmanager. Jetzt unser Beispiel 5b. Und auch hier sehen wir natürlich wieder genau die gleiche Situation. Klicken wir auf unsere Attika. Die ist natürlich B-Wrap. Da ist nichts anderes möglich, weil wir haben ja auch nur eine Geometrie erzeugt. Klicken wir auf die Wand. Und jetzt sehen wir auf einmal hier kein extrudiertes Geometrieobjekt mehr. Wir waren eben bei der anderen Wand, ist aber eigentlich egal. B-Wrap. Aber Sie sehen, da kommt noch ein weiterer Zusatz, Curved 2D. Ja, das gibt es natürlich bei der Attika nicht. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier auf diese Option B-Wrap, sag ich mal, zurückfallen von der Wertigkeit, ist trotzdem diese Wand noch höherwertig als unser allgemeines Bauteil, denn es bringt eine Platzierungslinie mit. Und diese Platzierungslinie hilft natürlich, weitere Informationen zu transportieren. Als ein Beispiel sehen Sie hier auch die Wanddicke, denn der Parameter ist nun mal da. Und dann können wir den auch trotzdem, trotz dass wir uns für eine schwächere Geometrie entschieden haben, trotzdem transportieren. Also Sie sehen, das ist ein großes Feld, wie wir hier einen Export gestalten. Da ist es ganz wichtig, dass Sie sich mit Ihren Planungsbeteiligten abstimmen, damit es auch zufriedenstellend funktioniert. Ja, dann gehen wir weiter in unser Beispiel 6. Jetzt machen wir wieder alle Modelle zu. Register Vicado, Beispiel 6, das waren die parametrisierte Modellierung, können wir auch zuklappen. Sie sehen, unsere To-Do-Liste wird kürzer. Beispiel 6, unsere Frage nach der geschossübergreifenden Modellierung. Ja, wir sehen hier ein Beispiel. Eigentlich das Beispiel hat in diesem Jahr 10 Jahre Geburtstag. Also vor 10 Jahren in der MB Work Suite haben wir mit diesem Beispiel gearbeitet. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von Ihnen. Und wir sehen, wir haben jetzt hier eine Lücke zwischen den Fenstern. Ja, das ist zum Beispiel hier auch schon ein Punkt. Haben wir hier ein Fensterelement, was so als ein Stück geliefert wird. Dann ist es schon interessant, das geschossübergreifend zu modellieren. Jetzt sehen wir aber die Lücke. Das ist jetzt Inhalt unseres 6. Beispiels. Die Lücke will ich schließen. Gehen wir mal hier in die Draufsicht. Und da zeugen wir uns mal Hilfslinien, damit ich diese
Wandabmessung im Prinzip ja etwas besser erkenne. Und auch für die Stützen will ich das ganz ähnlich. Also hier, ja, da muss jetzt eine Stütze hin. Wir gehen auf das Register Bauteile, Stahlbetonstütze, ja, Rechteckstütze lasse ich so stehen. Bezugspunkt gehen wir mal auf die Ecke. Gibt es noch weitere Punkte, die mich hier interessieren? Wir haben hier die Kategorie Rechteckstütze, könnten wir so stehen lassen. Wollen wir vielleicht eine neue Außenwandstütze? Das überlasse ich jetzt mal Ihnen. Ich bleibe jetzt bei der Rechteckstütze. Materialquerschnitt wäre Ortbeton. Und die Abmessung, ja, die kenne ich jetzt nicht. Deswegen würde ich auch sagen, wir machen das grafisch. Ich setze die Stütze erstmal ab und dann nutzen wir die Trim-Funktion. Dafür habe ich ja meine Linien hier erzeugt und passe das an. Sie sehen, wir haben jetzt also 24 auf 22 cm. Was muss dann die Statik liefern, ob die Stütze so tragfähig ist. Ja, da vorne dran muss noch eine Dämmung. Gehen wir nochmal zu Bauteile. Nutzen wir bei den allgemeinen Bauteilen die Stütze. Und da gehen wir jetzt auch auf diesen Bezugspunkt an der Ecke. Und wir nutzen die Kategorie bei der Dämmung. Das wäre jetzt hier zum Beispiel ein Dämmstreifen. Geschossorientiert passt im Moment noch. Und dann gehen wir hier auf die Dämmung. Dämmung mit Putz, Beige. Und da will ich mich jetzt auch erstmal dem nähern. Auch ich sehe schon die Textur. Da gehen wir auf Rotieren. Klappen wir mal nach links. Ich gehe auf Verschieben. Und dann nutzen wir die bekannte Trim-Funktion, um die Geometrie anzupassen. So, gucken wir uns den Schnitt an. Da sehen wir, die Stütze endet hier. Und ich will die jetzt geschossübergreifend modellieren. Also schiebe ich die einfach nach oben. Und hier muss man natürlich noch die Kategorie Dämmstreifen sichtbar schalten. Und dann schiebe ich den auch noch nach oben. Zurück in die Draufsicht. Wir markieren die beiden Objekte. Und ich zoome mal ein Stück raus. 1, 2, 3, 4 Mal brauche ich das noch. Also verschieben mit mehreren Kopien. Kopien 4 Stück. Und dann orientiere ich mich hier mal an dem Fenster. Und schon haben wir unsere Lücken geschlossen. Ich bin zufrieden, sieht gut aus. Jetzt können wir natürlich überlegen, wir exportieren das Bauteil, wir exportieren das Modell. Also gehen wir wieder auf Systemmenü Vicado, exportieren, IFC bis Version 4. Weiter, Name suchen wir aus, Beispiel 6. Fertigstellen. Und jetzt gucken wir in den Projektmanager, Register Dokumente, öffnen die IFC-Datei zum Beispiel 6. Ja, das ist unser Modell, sieht wunderbar aus im IFC-Format. Nutzen wir hier im Viewer auch die Möglichkeit, die Darstellung zu reduzieren. Der hintere Teil ist der Saal, den schalte ich weg. Ja, dieses Außenbereich auch. Und bei der Verwaltung interessiert mich jetzt nur das Obergeschoss. Und jetzt sehen wir natürlich einen Punkt, warum eine geschossorientierte Modellierung, gerade wenn es um die Struktur geht, durchaus interessant ist. Angenommen, wir tauschen nur das Obergeschoss aus, dann könnte hier ein falscher Eindruck entstehen. Wir sehen diese Bauteile, diese Stützenbauteile hier nicht im Modell, wenn wir uns nur das Obergeschoss betrachten. Deswegen gehen wir nochmal zurück. Ich möchte mit Ihnen jetzt eine andere Modellierung wählen. Ich drücke auf rückgängig und nochmal auf rückgängig, nochmal auf rückgängig. Dann sehen wir unsere Stütze ist wieder zusammengeschrumpft. Hier unsere beiden Bauteile, die werden markiert. Ich nutze jetzt einfach mal die Zwischenablage Steuerung C und wechsle in die Verwaltung ins Obergeschoss Standard. Steuerung V, ja, da sehen wir, im Schnitt müssen wir nochmal Hand anlegen.
Aber ich denke, das ist hier einfacher, das geometrisch, grafisch zu machen, als vorher zu messen, Zahlen notieren. Das ist ja umständlich. Ja, wir schalten uns wieder den Dämmstreifen sichtbar. Das müssen wir hier nochmal genauso anpassen. Ja, und dann markieren wir diese vier Bauteile, gehen wieder in die Draufsicht. Ich wähle wieder aus, verschieben mit Kopie, mehrere Kopien, vier Stück. Und dann nehmen wir nochmal den gleichen Vektor. Und jetzt sieht es natürlich ganz genauso aus wie vor 5 Minuten. Wir gehen wieder auf den Export, IFC4. Wir passen den Namen wieder an, Beispiel 6. Da kommt jetzt noch ein B dazu. Und über die Taskleiste gehen wir wieder in den Projektmanager, Registerdokumente, Beispiel 6b. Ja, und jetzt machen wir genau das Gleiche. Wir schalten uns den Saal weg, das Außengelände, und gucken uns nur das Obergeschoss an. Und da haben wir eben die Sicherheit, dass wir das Ganze so erkennen, wie die Situation auch vorliegt. Aber natürlich, ich will es noch mal darauf hinweisen, das Ganze hat ja seine Berechtigung, seine Grenzen, geschossweise zu modellieren. Wir sehen ja das Fenster, das wird als ein Stück geliefert. Da würde ich jetzt hier bei der geschossweisen, geschossübergreifenden Modellierung bleiben. Denken wir vielleicht auch an eine Fertigteilstütze, die als ein Stück geliefert wird, ist da die Situation vielleicht auch nochmal anders zu bewerten. Aber wir sehen, grundsätzlich sollten wir immer geschossorientiert arbeiten. Ja, und damit gucken wir auf die Uhr. Heute passt's. Letzte Woche habe ich ein bisschen überzogen. Heute kriegen wir das genau passend hin. Ja, wir kommen zum letzten Beispiel und da wollen wir uns nochmal mit Überschneidungen beschäftigen. Und hier haben wir jetzt folgende Aufgabe noch vor uns. Sie sehen, das Bauteil besitzt oder das Bauwerk besitzt keinen Keller. Wir haben hier eine Bodenplatte. Die Bodenplatte wurde mit 25 cm festgelegt und ich will jetzt hier entsprechend ja noch ein Streifenfundament anordnen, nicht zuletzt, um eine frostfreie Gründung sicherzustellen. Gehen wir in die Draufsicht und wir wählen aus Bauteile. Ja, bei der Gründung finden wir hier das Streifenfundament. Ja, das will ich jetzt mit Ihnen polygonal modellieren und Kategorie passt. Niveau, ja, ich trage jetzt hier, lassen wir es mal bei 0 Meter stehen. Materialquerschnitt, das ist Ortbeton. Und wir haben hier eine Mächtigkeit, ja, frostfrei 80 cm, Wandstärke 40 cm. Und ich beziehe mich jetzt hier mal entsprechend auf eine Kante. Und jetzt sagen wir Rechtsklick, wir sind bei Polygoneingabe, Polygon übernehmen. Wir klicken hier in die Darstellung und haben jetzt hier unser Streifenfundament umlaufend erzeugt. Jetzt sehen wir natürlich Folgendes. Klicken wir mal so ein Bauteil an und wir sehen rechts das Kapitel Verschneidung. Die Verschneidung ist hier aktiv. Bedeutet natürlich, unsere Bodenplatte wird jetzt kleiner. Und wir sehen auch, wenn wir die Draufsicht angucken, wir haben hier immer winkelhalbierende Verschneidung. Und das muss natürlich nicht immer korrekt sein. Manchmal haben wir dann vielleicht auch den Drang, hier manuell das Ganze zu steuern. Und ein Grund kann sein, ich markiere uns einfach mal alle Fundament, unsere Randstreifen. Und dann gehen wir hier auf Rechtsklick und sagen, wir wollen das Ganze bewähren. Werte lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und dann sehen wir natürlich, durch diese Verschneidung haben wir jetzt hier eine Situation, die gefällt mir nicht so gut. Das wäre jetzt für mich also so ein Ansatz, dass wir sagen, okay, wir wollen die Verschneidung hier aufgeben. Wir wollen das manuell entscheiden. Also wir markieren die Streifenfundamente. Ich nehme das raus, drücke auf Übernehmen
und jetzt kann ich mich hier um diese Ausbildung kümmern. Ja, ich schiebe das jetzt zum Beispiel nach rechts. Also alles, was horizontal läuft, will ich quasi durchlaufen lassen. Und alles, was anstößt, hier in der Draufsicht vertikal quasi, das will ich, wie gesagt, anschließen. Ja, und dann haben wir das also manuell in der Hand, was jetzt hier passiert. So, ein paar Klicks haben wir noch. Da müssen wir jetzt durch. So. Ja, markieren wir nochmal diese Streifenfundamente, gehen nochmal auf Rechtsklick, bewähren. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier einen Ausgangspunkt, der mir besser gefällt. Da gebe ich jetzt noch ein paar Eisen ein, um diese Ecke zu gestalten. Aber jetzt müssen wir natürlich aufpassen, klicken wir in die Visualisierung. Und jetzt hätten wir natürlich genau solch einen Konflikt erzeugt. Wir sehen, wir haben jetzt hier Bauteile, die stecken ineinander. Das sehen wir auch im Schnitt. Ja, markieren wir die Platte, markieren wir das Streifenfundament. Da flackert was, da haben wir jetzt also überschneidende Bauteile. Da müssen wir jetzt nochmal eingreifen, damit es auch korrekt funktioniert. Wichtiger Tipp, ich weiß ja, was ich gerade in dem Beispiel mache. Ich weiß genau, wo ich jetzt hier eingreifen muss. Wenn wir eben an diese Punkte nicht bewusst denkt, so wie ich das jetzt hier für das Beispiel hergeleitet habe, dann für Sie jetzt ein ganz wichtiger Tipp. Sie finden im Menüband im Register Modell die sogenannte Modellkontrolle. Und die hilft uns, gewisse Schwachstellen im Modell aufzuspüren. Und da sehen wir verschiedene Kontrollen für die Modellierung, für die Bewährung, für das Strukturmodell. Und der erste Eintrag ist genau das, was wir jetzt brauchen. Wir wollen Überschneidungen von Bauteilen aufspüren. Ja, 20% Überschneidung, 30%, das können Sie steuern. Vielleicht gibt es ja manchmal auch Unzulänglichkeiten, die uns dann nicht ganz so wichtig sind. Da haben wir also einen Schwellenwert. Ich drücke auf Übernehmen. Und jetzt kommt hier das Fenster Hinweise zum Vorschein und da sehen wir jetzt Überschneidungen, klicken wir an, ja, können wir anklicken und dann sehen wir schon die Bauteile, die hier verantwortlich sind, können wir einfach durchklicken und dann sehen wir, ah, da war was mit dem Fundament, da müssen wir jetzt nochmal ran. Also gehen wir nochmal ins Fenster Modell, ich selektiere uns nochmal die bei der Gründung die Streifenfundamente. Und jetzt überlegen wir uns, wenn die Bodenplatte durchgehen soll, was ich jetzt vielleicht für sinnvoll erachten würde, dann tragen wir hier bei den Streifenfundamenten minus 25 cm ein. Und bei der Querschnittshöhe, da haben wir die 80. Ich will ja nicht zu tief ausheben lassen. Also da ziehen wir die 25 cm wieder ab. Und dann drücken wir auf Übernehmen und jetzt rutscht das Ganze nach unten. Wir haben jetzt keine Überschneidungen mehr. Die Modellkontrolle wird jetzt auch keinen Alarm mehr schlagen. Wir sind jetzt wieder überschneidungsfrei in dem Modell unterwegs. Ja, Sie sehen heute die Punktlandung. Punkt 12 sind wir hier am Ende angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben wieder viele Hinweise hier mitnehmen können, die Sie im täglichen Arbeiten gut gebrauchen können. Dankeschön. Thank you.